Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play The Division. Und heute spiele ich mal den Einsatz Amhersts Wohnung auf der Schwierigkeitsstufe schwer. Und ich habe hier vor, einen kleinen Speedrun für euch zu machen. Und dementsprechend bin ich auch hier fleißig am Trainieren. Und ich werde jetzt einfach mal meine Stoppuhr anschalten. Ich will mal sehen, wie schnell sowas geht. Amhersts Wohnung kenne ich auch gar nicht so. Und bevor wir das aber jetzt machen, würde ich sagen, ich zeige euch mal ganz kurz mein Equip. 273.000 SPS ist ein bisschen verfälscht, weil ich habe volles Leben und da gibt es hier bei der Augen Talent, was in dem Fall hier bei Boshaft die Trefferchance eben erhöht, beziehungsweise mit voller Gesundheit und 13,5. Aber die kritische Trefferchance habe ich eh schon fast am Cap, also von dem her ist es überschaubar. Ansonsten 80.000 live. Wenig Fertigkeitenstärke. Ich spiele es mit dem Stürmer-Set, aber das ist bei dem Speedrun gar nicht so essentiell, weil ich krieg's eh nicht ansatzweise voll. Und ja, hier die Handschuhe vom Nomaden. Eher sekundär. Ansonsten SMG Primärwaffe und eine AK als sekundäre. Jetzt würde ich aber sagen, wir legen los und schauen, wie schnell das Ganze überhaupt geht. Wichtig beim Speedrun, dass man möglichst wenig aimt, sondern viel aus der Hüfte schießt. Unschuldig, bis die Schuld bewiesen ist. Bitte, ich kenne den Typen. Und einfach Gas geben. Gas, Gas, Gas. Das ist wichtiger als alles andere. Und ihr seht, dass ich natürlich mittlerweile mit dem Equip-Standard da recht guten Damage mache. Komm schon. Da hinten steht noch einer. Da muss ich den eigentlich klären? Weiß ich nicht. Sieht nicht so aus. Wir rennen weiter. Go, go, go. Einfach volle Lotte durch. Und weil ich auch immer wieder gefragt werde, wie mache ich das, wie habe ich denn so viel Damage, das skaliert irgendwann brutal schnell. Also wenn man einmal eine gute Waffe hat, und die Waffe, die habe ich übrigens gerade aus der Basis mir geholt, also die konnte man dort kaufen und das ist wirklich keine schlechte Waffe. Also natürlich kann man, wenn man sie craftet, noch mehr und noch besseres, aber ich habe halt einfach kein Crafting-Glück. Und dementsprechend kann ich die wirklich sonst aber empfehlen. Amhurst ist der Erzeuger des Virus. Es muss Hinweise dafür geben. Solche Leute zerstören die Beweise für ihre Taten nicht. Sehen Sie sich gründlich um. Vielleicht wurde sie auch geplündert. Und besonders, ich spiele halt auch gern die SMG. Und wenn sie Glück haben und weil ich mag halt dieses Feeling. Das ist richtig rund, richtig angenehm. So viel Glück haben wir nicht. Haben wir nie. Man wird ja noch träumen dürfen. Ach, wer braucht schon Munition? Ich hoffe, Sie haben, was wir go, go, suchen. Go. Wir wollen durch, wir wollen durch. Also schicke ich 2 Minuten läuft das Ganze schon. Aber Sie müssen das Dach sichern, bevor er landen kann. Spielen Sie nicht mit dem Feuer. Bringen Sie die Beweise sicher zurück. Wenn ich bedenke, wie schwer ich mich da am Anfang getan habe, schon echt erstaunlich, wie das hier mit dem Equip funktioniert und wie schnell man da hochkommt. Weiter so, Agent. Das Dach muss gesichert werden, damit wir die Beweise ausfliegen können. Aber ja, man redet sich's leicht, wenn es mal soweit ist, aber wie gesagt, auch das hat bei mir ein bisschen gedauert. War jetzt nicht so, dass ich über Nacht das geschafft habe, sondern es steckt auch mittlerweile, glaube ich, schon 7 Tage oder so da drin, wie lange ich jetzt effektiv spiele. Und natürlich gibt es Bugs und natürlich gibt es Glitches und natürlich gibt es Fehler, aber unterm Strich muss ich sagen, hat hier Ubi ein gutes Spiel an den Tag gebracht. Also, eigentlich habe ich mir geschworen, keine Morsk mehr zu spielen, aber in dem Fall muss ich eine Ausnahme machen. So, mehr Gegner, mehr Gegner, mehr Gegner. Oder muss ich da schon hoch? Sieht so aus. So, go, go, go. Wie gesagt, ich habe die Mission, die spiele ich echt kaum bis nie. Oh, Beweise sicherstellen, das sollte ich vielleicht noch machen. Das kostet Zeit, das kostet Zeit. Wo sind denn da die Beweise? Lighthouse, hier Bluebird 2. Sind bereit für Empfang des Pakets. Also, hängen wir sie dran, die Beweise, oder? Ziel erfüllt.
das Link Cleaners ausschalten. Das ist ja das Einfachste. So, da steht da noch einer. Achso, da steht einer. Wo? User left your channel. Ah. So, das war's. 4 Minuten 30 effektiv gesehen. Ich weiß, wir haben Zivilisten verloren. Also, das lief doch ganz flink. Ja, ansonsten, also so gehen das, also das war MS1 und ich werde euch vielleicht den ein oder anderen Speedrun auch nochmal auf der Schwierigkeitsstufe schwer zeigen. Ich hoffe, dass ich euch auch bald mal den, warum guckt er mich nicht an? Ich hoffe, dass ich auch bald, egal, er will nicht, dass ich euch bald mal die Schwierigkeitsstufe herausfordernd vom Falcon zeigen kann. Mittlerweile eben der Gearscore schon bei 200, also es mausert sich so allmählich. Also, ich bin guter Dinge, dass es klappt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.